Ein Großteil meiner Forschung beschäftigt sich mit Museen und Kulturerbe. Ich wurde in sozialer Anthropologie ausgebildet, wo die Arbeit hauptsächlich außerhalb Europas gemacht wurde. Einige von uns kamen zurück, um Europa selbst zu studieren. Ich habe mich besonders für Museen und Kulturerbe interessiert, weil es mir so vorkam, als würden diese Institutionen in unserer Gesellschaft als selbstverständlich angesehen werden. Dabei sind sie extrem wichtig, weil Menschen dort bestimmen, welche Dinge in Zukunft eine Rolle spielen. Dort wird Zukunft gemacht. Wie wird ausgewählt, welche Objekte und Artefakte in Museen ausgestellt werden? Welche Entscheidungsprozesse stehen dahinter? Solche Fragen erforscht die renommierte Ethnologin Sharon MacDonald. Unter ihrer Leitung soll in Berlin ein neues Zentrum für Kulturerbe und Museumsforschung gegründet werden. Initiatoren sind die Humboldt-Universität, das Museum für Naturkunde und die Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Als Alexander von Humboldt-Professorin soll MacDonald in Berlin auch konkrete Ausstellungsprojekte beraten. Wie zum Beispiel am Museum für islamische Kunst. Dort trifft sie Dr. Stefan Weber. Der Museumsdirektor präsentiert der Britin sein neues Ausstellungskonzept. Das Besondere? Die Exponate sollen in eine Erlebnislandschaft mit Hofgarten und Brunnen integriert werden. Hier wird der Islam als friedliche Kultur präsentiert, indem versucht wird, unsere Gefühle anzusprechen, worin gerade die Stärke von Museen liegt. Den Islam als einladende Kultur zu präsentieren, ist heute keineswegs selbstverständlich. Politisch und gesellschaftlich steht er in der Kritik. Inwieweit kann man die Kunst überhaupt von Politik und Religion in der islamischen Welt trennen? Wie reagieren darauf die Museen? In einigen Fällen versuchen sie, sich abzuschotten, indem sie sagen, wir entscheiden nur wissenschaftlich. Ich sage nicht, dass das hier passiert. Aber was auch immer Museen tun, wird in größeren gesellschaftlichen Zusammenhängen wahrgenommen. Berlin ist für mich dieses fantastische Labor aufregender Dinge, historisch wichtiger Dinge, die in der Museumslandschaft passieren. Das beste Beispiel dafür ist das Humboldt-Forum, ein gigantisches Ausstellungsprojekt im rekonstruierten Berliner Schloss. Den größten Raum sollen hier ab 2019 die außereuropäischen ethnologischen Sammlungen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz einnehmen. MacDonalds Expertise als Museumsforscherin ist gefragt. In Bezug auf die Besucherforschung könnten wir helfen, zu beurteilen, wie bestimmte Dinge wahrgenommen werden und wie darüber bestimmte Stereotype ins Spiel kommen. Also für dieses Feld wäre es möglich, zumindest Probleme anzusprechen und im Vorfeld zu adressieren. Das könnte ich mit einem Forscherteam ermöglichen. I could potentially do with a research team to help enable that. Im Humboldt-Forum wird auch die Humboldt-Universität mit Teilen ihrer Sammlungen präsent sein. Ein Schmuckstück ist das Lautarchiv. Grundstock seiner Kollektion bilden die während des Ersten Weltkriegs entstandenen grammophonischen Aufzeichnungen. Das Lautarchiv ist ein außergewöhnlicher Ort. Diese Sprachaufnahmen sind in Kriegsgefangenenlagern entstanden. Manchmal wurden Gefangene gefragt, ein Volkslied zu singen. Doch tatsächlich machten sie etwas Subversives. Sie sangen über die politischen Verhältnisse. In diesem Material verstecken sich also diese ganz anderen Geschichten. Manato da,
Das Museum für Naturkunde Berlin. Hier wird nicht nur Großartiges ausgestellt, sondern auch intensiv Wissenschaft betrieben. Als Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft erforscht das Museum die Evolution und Biodiversität der Lebewesen. Wie hat sich die Vielfalt der Lebensformen entwickelt? Über eine halbe Million Menschen besuchen das Museum jährlich. Eine gute Voraussetzung für eine spannende Zusammenarbeit. Interessant ist, dass das Museum die Besucher verstärkt einbeziehen möchte. Das gibt uns zum Beispiel eine gute Gelegenheit, gemeinsam Kategorien zu reflektieren. Wie entsteht Verschiedenheit? Wie entsteht Gleichheit? Was konstituiert eine Art? Das Spannende hier im Museum ist, dass das eher als Frage formuliert wird und nicht als offensichtlich gilt. Die Sammlung des Naturkundemuseums zählt über 30 Millionen Exponate. Nur ein Bruchteil kann ausgestellt werden. Ähnlich ergeht es vielen Museen weltweit. Professor Sharon MacDonald diagnostiziert eine Zeit des kulturellen Überflusses. Die Magazine der Museen sind mit Dingen gefüllt, die niemals ausgestellt werden. Dann soll etwas gezeigt werden, aber was nur? Also muss ständig ausgewählt werden. Das ist unglaublich schwierig. Ich glaube, das Auswählen ist eine der großen Herausforderungen unserer Zeit. Zur Auswahl von Exponaten und Bewertung von Konzepten will Sharon MacDonald Entscheidungshilfen erarbeiten. Am neuen Zentrum für Museumsforschung wird sie dafür Museumstheorie und interkulturelle Vergleichsstudien mit der kuratorischen Arbeit vor Ort verbinden.